Hallo Leute, es geht endlich weiter mit Dust in Illusion Tale. Ja, ach ja, fragt mich nicht, was ich jetzt alles zuletzt noch gemacht habe. Ich weiß, dass ich noch irgendwie diese Trollkfinger alle eingesammelt hatte. Ach, wie ging denn das jetzt hier nochmal? Also, Trollkvergeltung. Nee, genau, warte. 4 Trollkfinger, genau, die habe ich schon. Und jetzt solle ich die zurückbringen, das habe ich gemacht. Und ich weiß noch, dass ich die ganzen Trollkfinger abgestaubt habe von den Trollken, ich sage immer Trollen, aber es sind wohl Trollke, auf der rechten Seite von diesem Bereich hier. Und da waren die alle und schwirrten da rum. Und dann habe ich die geholt, weil ich dachte, ja, dann kann ich die ja schon mal holen und erspare ein bisschen Zeit, weil das, finde ich, sind so kleine Nebenquests. Boah, ich muss erstmal echt reinkommen. Ist ja immer so, wenn man dann doch wieder eine Weile nicht gespielt hat. Ich kam einfach nicht dazu. Nee, lass mich mal. Oh, nee, jetzt muss ich die wieder. So. Kette zerbrochen, weil mich diese Dinger natürlich immer kaputt machen. Das ist sehr freundlich. So, jetzt bin ich hier. Genau, und Schlammingen. Schlammingen und ich bin vergiftet. Oh Gott, ich bin vergiftet. Was muss man da jetzt nochmal nehmen? Für Gesundheit? Was muss ich da nochmal nehmen? Waren das nicht die Dinger? Und? Ja, jetzt geht's mir auch wieder besser. Super. Die Schafe sind jetzt auch wieder alle da. Hatte ich die Schafe dem Schäfer zurückgebracht? Habe ich das schon gemacht gehabt? Are you okay, Bopo? Is there anything I can do? It just doesn't seem real. Pa's gone and I wish... What is it? Well, I wish I could give him a proper send-off, you know? My whole life he'd been telling me about visiting those snowy mountains on the surface. Oh. And now he'll never get to see it. Oh. Not unless I help him. Dust, do you think somehow you can try and get me some snow? I think Pa would really appreciate it. Of course, Popo. I understand. When I'm in the mountains, I'll remember to bring you back some snow. Thank you, Dust. Oh, thanks so much. Honestly, Dust? Snow? How do you intend on keeping it cold? This is important to him, Fidget. We'll find a way. Ja, schon wieder eine Quest und so. Schon klar. Was wollte ich wissen? Genau wegen den... über den Zaun. Bringen Sie Old Gappy in Schlammingen zurück. Also, ich habe auch alle Schafe. Jetzt sehe ich. Und ich muss die... dem Schäfer zurückbringen, aber war da, sind wir da jetzt nicht hier richtig gewesen? Ist das nur der Ausgang? Ist er nicht hier irgendwo? Nee. Dann muss ich wohl nochmal einen tiefer oder so, oder höher. Ja, das machen wir nochmal eben. Ich weiß halt, dass ich so ein paar Sachen vorbereitet hatte, sodass ich, wenn ich wieder einsteige, dass wir dann auch mal weiterkommen wieder. So in die anderen Gegenden. Ja, aber hier gehe ich doch ganz zurück wieder. Das kann ja nicht richtig sein. Bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte eigentlich, der Schäfer wäre hier. Ist der da oben? Ist der hier gewesen? Ah, hier ist der Schäfer. We found your sheep, Gappy. They didn't seem too concerned about being lost. I honestly have no idea how you carried those things around with you. Thank you, son. You're good people. Here, have some wool for my flock. Trust me, this is prized stuff. You're doing good in this world, son. Folks like you are always welcome here in Mud Park. Yay! Ich habe sogar eine Errungenschaft bekommen. Mission abgeschlossen. Über den Zaun. Alle Schafe sind wieder da. Alle sind glücklich. Alle sind froh. Alle Schafe sind wieder da. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was an der Wolle jetzt so Besonderes ist, aber vielleicht werden wir es ja dann noch erfahren. Alle Schafe wieder da. Jetzt bringen wir noch die Trollkfinger zurück. Bin ich zu weit?
Nee, ich will eigentlich gar nicht dahin. Wo ist er denn? 4000 Gold gesammelt? Ach, echt? Nee, ich will auch nicht in die Zeremonienhöhlen. Ich will schon nach Schlammingen. Schlammingen! Wo ist denn der Opa? Da ist der Opa. Here you go, Blob. 4 Trollk Fingers. Don't spend them all in one place. Woo, Daisy! Bet I could play the piano with these puppies. That's assuming I know what a piano is. You done right by me, son. Here's a little token of my appreciation. Tell you what, since you're in the hunting mood, maybe you could help me with my tape. I don't see how those two things relate. Also, I don't want to see how those two things relate. What's wrong with your teeth, Blob? Aside from the fact that I only got one left, I've been wanting to construct me some dentures. And if you can bring me 10 rockhound teeth, I'd be sitting pretty. Smiling pretty. Felshundszene? I've been keeping track of all the things people have asked you to do, Dust. This is probably the creepiest one so far. Here's 10 rockhound teeth, Blob. I'm sure your new teeth will be the talk of the town. Sehr gut. I think I'm all set. Thank you, son. Ain't no one gonna tell Blob he can't eat corn no more. Yay. Also, die hatten wir auch schon. Sehr gut. Alles schon hier. Super. Alles tutti. Alles gemacht. Voll gut. Ja, Schlamming, kann man sagen, lief ganz gut. Was haben wir denn dafür bekommen? Kriegen wir dafür auch was? Haben wir das schon bekommen, die Belohnung? Ja. Doch, Gold haben wir wieder bekommen. Und ich schätze mal auch so ein bisschen Erfahrung und sowas, ne? Ja, dann gehen wir jetzt raus hier. Ich will nämlich gerne mal die anderen Gegenden erkunden. So, die wichtigsten Dinge haben wir ja, glaube ich, erstmal gemacht. Wobei, ja, genau, Schatztruhen und so gibt es natürlich immer hier überall noch. Aber es gibt auch noch überall woanders was zu erledigen. Ja, das hat nicht geklappt. Was war hier? Da braucht man doch wieder so einen Resonanzstein oder sowas, glaube ich. Naja, erstmal weg. So, wir speichern. Das haben wir erledigt. Und dann Weltkarte. Kehre mit Hilfe eines Teleportersteins auf die Weltkarte zurück. Das Ding ist, ich möchte eigentlich nicht meine Dinger hier verbrauchen. Und ich glaube, so geht's automatisch, ne? Genau, weil ich diese Teleportersteine eigentlich nicht verbrauchen will. So, die Lichtung gibt's noch, die Sorgenwiese. Gehen wir mal zum verborgenen Hain. Verborgener Hain, weil hier waren wir auch noch nicht. Und es wird höchste Zeit. Zugang. Ah, okay. Okay, ich sehe schon, das wird lustig hier. Ganz lustig. Sagt sie das jetzt immer an? Oh Gott. Oh, hier haben wir so eine Ding. Oh, das kommt sogar mit. Das Ding kommt mit. Okay, da explodiert das. Kriege ich das auf die andere Seite? Das ist bestimmt Sinn der Sache. Hier so vielleicht das kaputt machen. Irgendwo. Oh Gott. Irgendwann explodiert es mir und ich weiß nicht, wohin damit. Ach, Mensch. Wenn wir schon mal hier sind. Juhu. Ganz viele Schätze. Aber hier soll das, glaube ich, auch nicht hin.
Wo kann ich denn was kaputt hauen? So an der Seite hier. Anhänger von... Was? Ach so, ich soll, müsste ja natürlich auch mal wieder gucken hier mit Ausrüstung. Ja, dann nehmen wir mal den. Anhänger von Harabeoji. Das Amulett eines ehrbaren Edelmannes, der das Stück an seine Enkel weitergeben wollte. Ach, wie nett. Nee, hier kommen wir her. Das ist schon gut, wenn wir da so bleiben, glaube ich. Ach ja, hier oben kann ich ja auch hin. Hier komme ich doch her. Ja, ich sehe nirgendwo, wo diese Bombe was kaputt machen könnte. Nein. Und hier? Hier? Einfach da auf der Seite? Weil das Gelbe da ist? Weil mich irritieren diese Schlingel hier. Hätte ja sein können. Dann hole ich mir eben noch einen. Weil die Schwierigkeit ist bestimmt, die Bombe hier lang zu bringen. Ja, war klar. Der Winkel war blöd. Und hier irgendwo? Wo soll ich denn damit hin? Komm mal mit. Und dann hier lang? Nee. Gibt's hier irgendwas zum Kaputtmachen? Weil ich höre das Wasser da und... Menno! Ich finde das super verwirrend hier gerade und ich habe keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Echt nicht. Und einfach an so einem Baum es mal versuchen. Einfach nur, um zu wissen, ob es geht. Nein, hat nicht funktioniert. Ja, das ist ein toller Ort hier. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat. Und die hier hinbringen? Oder ist das dasselbe, so ein Baum hier? Ich habe keine Ahnung. Und ihr nervt. Ja. Komm mal mit und explodier mal hier. Vielleicht ja hier. Also auf der rechten Seite. Aber warum braucht die dann so lange? Die Pflaume. Die Explodierpflaume braucht so lange zum Explodieren. Als ob man mit der schon so einen gewissen Weg zurücklegen soll. Gibt ja welche, die gehen ganz schnell und welche, die gehen langsam. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt hier klappt, aber ich probiere es einfach mal.
So, sieh zu jetzt. Ja, super geklappt. Habe ich mir fast gedacht. Das war knapp. Was ist hier bloß, dass ich hier nicht weiterkomme? Ist doch auch komisch. Ach ja. Leute, Leute. Die Pflaume ist zurückgeblieben. Meine Pflaume ist weg. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Echt jetzt nicht. Ich habe keinen Plan. Und weil ich keinen Plan habe, und bevor ich jetzt einen Cut mache, gehe ich hier einfach weg. Und gehe hier einfach nochmal ein andermal hin. Es gibt noch genug andere Orte. Gehen wir zum zur Lichtung, zur Sorgenwiese. Jetzt bin ich besorgt. Oh, Kapitel 3. Oh, Liebe. Liebe? Na, da bin ich ja mal gespannt. Well, I don't believe it. Dust? Dust, is that you, mate? Ja, Mann. Augustin, what are you doing all the way out here? Why, I'm heeding the call of grand adventure. Venturing forth to seek my fortune in the wilds of this great, untamed wilderness. Actually, Cora asked me to show her the way to some old meadow. The Sorrowing Meadow. Right, that's it. Never was straight with names and faces and words. Did she say why she wanted to come here? This place is pretty bleak. Nope. Just asked me to show her the way. Soon as she wandered into the meadow, this crazy magic barrier showed up. Right inconvenience, that is. It looks like we're not getting up these mountains then. You say Cora just wandered off into the meadow? She may not look it, but she's a speedy little bugger. Right. Well, we'd better go look for her. This meadow isn't safe. Augustin, if you're not going to go back to Aurora, you'd better wait here. Way ahead of you, mate. I wait around better than anyone. Good luck out there. Oh, wir haben Augustin getroffen. Am trostlosen Ort. Dann gehen wir hier mal weiter beim trostlosen Ort. Solange wir hier was tun können. Super. Den anderen Ort, den gucke ich mir natürlich selbstverständlich noch an und guck mal, wie ich da weiterkomme. Aber bevor ich jetzt hier weiter Zeit verplemper, nö. Nö, dafür gibt's hier zu viel zu entdecken, ganz ehrlich. Oh, oh Gott. Warum passt alles gerade so zu Halloween? Warum sind alle meine Spiele gerade so gruselig? Wie soll ich das beschreiben? Passt halt alles voll gerade. Selbst bei Alice Madness Returns bin ich gerade auf dem Friedhof und... Ja. Sehr witzig. Jetzt dürfen wir hier Zombies oder so besiegen. Die Attacke von Fidget ist echt nicht schlecht. Also sie hält ihren Zauber jetzt auch immer länger. Selbst wenn ich gar nicht mehr drücke. Kann man da rein? Nee. Ist echt cool hier gerade. Okay, es gibt auch explodierende Zombies. Mal schauen, was hier noch so kommt. Echt cool.
nicht schlecht, so ein ganzes Nest. Und einen Schlüssel gefunden, sehr gut. Vorsicht, aufpassen bei den Stacheln. Auch, dass sie jetzt so beidseitig ihre Dinger macht, ist echt cool. Was war hier noch? Ah, da ist die Truhe. Das macht immer Spaß, diese Truhen öffnen, ist echt cool. Es muss ja auch mal Belohnungen zwischendurch geben. Nein, meine Kette ist zerbrochen. Dabei bin ich extra noch weggesprungen. Da war doch noch einer. Und meine Gesundheit ist echt hier gerade am Limit. Bevor ich hier noch sterbe, das wollen wir ja nicht. Anhänger der Schönheit. Ach was? Sogar noch besser. Wow, Anhänger der Schönheit, ein Handwerker, hat Großes geleistet, um auf diesen Kleinod die Details herauszuarbeiten. Wie schön. Dann sind wir jetzt richtig schön mit unserem schönen Anhänger. Und speichere auch direkt mal. Da komme ich nicht lang. Da komme ich lang. Oh. Oh oh. What is that thing? It's hideous. Oh nein. We've come this far together and you're surprised? But it has evil knife hands. Evil knife hands. Be careful, Dust. Ach, Fidget. Erledigt. Fidget. Brauchst doch keine Angst haben. Oh, das ist ganz schön viel, was ich hier immer nebenbei einsammle. Stirb doch endlich mal. Mann, diese Zombies. So, wo geht's lang? Dö, dö, dö. Aua. So, wo kommen wir hin? Wieder so eine Dinger. Dann kommt mal mit. Ach, hier kann ich durch. Ja, denn. Und wir müssen auch unbedingt das mit diesem Schmiedkram mal erledigen. Weil wir so viel Baupläne haben.
Scheiße, ich bin gestorben. Nein, ich bin gestorben. Ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Wie blöd. Ja, man kann nicht auf alles machen. Ach nee, ich muss ihn jetzt auch nochmal machen. Oh, kommt, Leute. Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Na kommt schon, Leute. Ja, na. Ich habe gar keine Lust, die alle immer noch mal zu besiegen. Ich laufe einfach weg. Ach, kann ich nicht. Bis man so ein Nest erstmal los ist. Mann, Mann, Mann. So, muss ich jetzt die Truhe auch nochmal machen, oder? Ja, die Truhe muss ich sogar auch nochmal machen. Okay. Nichts automatisch gespeichert. Das ist natürlich immer ein bisschen anstrengend. Zwischenspeichern kann ich ja gerade nicht. Kommt mal mit, ihr Dinger. Aua, ich spring doch schon weg. Was wollt ihr von mir? So. Den... Doch. So, jetzt achte ich aber auf meine Gesundheit. Das lasse ich ja nicht auf mir sitzen. So, wir haben bestimmt gleich ein Level up. Die Musik ist echt cool. Ich finde das Spiel sowieso an sich ganz cool. Aber ich finde, man hat noch nicht so oft davon gehört irgendwie. Also für mich war es völlig unbekannt. Hat mich angesprochen. Ich spiele zum ersten Mal. Dafür finde ich es gut. Oh, it's you again. We met outside Aurora, remember? Old Cora, they call me. I think it was crazy, old Cora, actually. Yes, I remember you now. What are you doing all the way out here? These meadows are dangerous. Bah! I've known these meadows since I was young. There's not a creature here that could harm me. I'm sensing some delusions of grandeur here. There is something odd about this part of the meadow. Almost as if the creatures are avoiding it. If that's the case, then you should be safe if you stay here, Cora. Well, that's impossible, my dear. I'm not here to sightsee. I have a task to complete. And I will not be leaving until it is done. Crazy! You really shouldn't be wandering around here. What is it you need to do? Maybe I can help. Oh, I couldn't dare impose. It's a dangerous path, and you've done so much for Aurora. I'd hate to ask more of you. No, it's all right. We're searching for the lord of this estate. I've been told he can help me. Perhaps, while we're searching for him, we can find whatever it is you're looking for? Really, then? Well, then our goals are aligned, my dear boy.
If you do truly wish to speak with the owner of this estate, then you will need to help me. What is it you need? There are 4 mansions in these meadows. Within each mansion is an item of great personal importance to me and my, well, the master of the estate. Take this green resonance gem, my dear. You can use it to travel around these meadows much quicker than I ever could. Dust, I'm still not too comfortable leaving an old lady here in the middle of nowhere. Neither am I, Fidget, but she seems to know what she's doing. Yeah, but do you? Is that it, Cora? 4 items, 4 mansions? Honestly, sounds pretty simple if you ask me. For all our sakes, my boy. I hope you're right. What's that mean? Why'd you have to say it like that? Tja, das werden wir wohl noch herausfinden, meine Lieben. Dir stehen jetzt mehrere Zielorte zur Wahl. Rufe mit einem Klick auf R die Karte auf. Meinen die diese Karte damit, oder? Ich schätze mal ja. Ja. Aber? Ja. Egal. Ich würde sagen, ich mache hier sowieso an der Stelle jetzt einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Dusk wieder. Oder je nachdem, was ihr anderes von mir gerade guckt. Und ich überlege noch, ob ich morgen noch den nächsten Dusk-Teil hochlade, weil ich das letzte Wochenende ja nicht hochgeladen hatte und heute jetzt nur, also dieses Wochenende nur ein Part kam. Dafür sind die aber auch mal ein bisschen länger. Aber ja, je nachdem, wie viel Zeit ich habe und es hinbekomme. Vielen Dank fürs Zuschauen und mal schauen, wie ich das hinbekomme in der anderen Höhle, wo wir gerade waren. Dass ich da immer gucke, wie man da mit diesen Explodierpflaumen da weiterkommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal.